So, hi, hallo, da bin ich wieder. So, ich habe das Victor Guterres-Video so ein paar Wochen vor mir hergeschoben, weil jedes EWTO-Video auch immer ein paar Wochen Politik auslöst. So, auch in den Kommentaren haben sich die Leute beschwert, haben gesagt, ja, lass doch mal die Opas in Ruhe, das ist doch alles schon so lange her und warum redest du denn so schlecht über die, ne? So, dass ich mal ganz kurz hier meine Perspektive geben muss. Listen to me now. Ich bin sowas wie ein Sportreporter, der über Real Madrids letzte Saison spricht, in der Real Madrid abgestiegen ist. So, ne? Real Madrid, EWTO, letzte Saison, 47 Jahre. Abstieg, ja, bis zur Bedeutungslosigkeit, wo heutzutage tatsächlich gekämpft wird. Das ist sehr traurig. Dann zeige ich alle Spiele, die sie gewonnen haben, alle Tore, die sie geschossen haben, alles, was sie gut gemacht haben. Aber eben auch alles, was schlecht gelaufen ist. Jedes Spiel, was sie verloren haben, alle Tore, die sie kassiert haben, sämtliche Trainerfehler und das Ganze in Großaufnahme, in Zeitlupe, mit Analyse, wieso, weshalb, warum. Mit in Verantwortungnahme jedes einzelnen Mitspielers, wo der eine besser wegkommt als der andere, was in der Natur der Sache liegt. So, ne? Aber was du schlechtes Reden nennst, ist lediglich Kritik als Anregung zu Veränderung. So, ne? Und das seid ihr einfach nicht gewöhnt. So, denn schlecht reden ist das nur für die Leute, weißt du, die in einem Umfeld verkehren, in dem ausschließlich Gutreden erlaubt ist. Wo jegliches Gegenreden, Gegenargumentieren, Diskutieren und Kritisieren als schlecht reden abgetan wird. Ne? Somit ist halt sichergestellt, dass die Schäfchen ruhig bleiben hier und nicht aufmucken hier. Oder? Denk mal drüber nach. So, Victor Guterres hat 1980 mit dem Wing Chun angefangen, unter den Fittichen seines großen Bruders Salih Afji, also die kannten sich auch schon vorher, die waren gute Freunde, haben zusammen im Keller hier in Aachen trainiert und so, ne? Und Victor Guterres ist überall mitgezogen, ne? 82 damit Eskrima, ist dann 85 Jahre Lehrer geworden, ne? So, und war als Teil von Kernspechts Elite, mit der Kernspecht den Kampfkunstmarkt erobert hat, war Victor Guterres auch überall mit dabei. So, dann 1990 Wettkampf Wing Chun Diskussion. Plant ihr für die Zukunft auch sportliche Wettkämpfe und Meisterschaften? Auf jeden Fall. Wir wollen erstmal in den einzelnen Bundesgebieten kleine Meisterschaften, später international deutsche, Europa- und Weltmeisterschaften schon machen. Entscheidung, Kernspecht, EWTO, Kommerz anstatt Leistung. Auf internationalen Lehrgängen und Schaukämpfen. Ja, das heißt, das kämpferische in den Hintergrund geraten, das sprachähnliche Training wurde durch dieses Benimmregel Chisau ersetzt. Ne? So alles in kleine Bröckchen geschnibbelt, so, ne, dann über Zeit verkauft, so, ja, 16 Jahre bis zum fünften Praktiker gerade hier, um mindestens 30, 40, 50.000 Euro aus der Tasche ziehen, ja, ne, das war ja dann der Job, so, ne. So, dann kam UFC, dann kam dieser Zwischenfall UFC Emin, ja, das ist alles so an Victor Guterres spurlos vorbeigegangen, ne, bis dann 97 die Kollision mit Salih Afji und Kernspech kam, ne, Salih Afji ist dann raus, so, ne, und das ist, glaube ich, ein trauriger Moment für beide gewesen, denn die kannten sich halt auch vorher. Ne? Das sollte die Zeit dann reparieren. Ja, 25 Jahre als WTO, gesamt 42 Jahre mit Victor. Sie haben sich glücklicherweise die Freundschaft halt nicht kaputt machen lassen. Ne? Aber für den damaligen Zeitpunkt war das erstmal so ein Abschied. So. Jeder musste erstmal seine eigenen Wege gehen. So, ne? So, dann hat sie brodelt, ne, und dann 2001, ne, kam die große Explosion, ja, EWTO, Leung-Ding, Stress mit Emin und Riesentheater, ne, und dann der letztendliche Kollaps, ja, durch Sergio, der dann nach Hongkong ist, hat sich ans Programm geholt und dann bumm, hier der Edel hat dann einfach Videokamera reingemacht, bumm, damit war die Bombe auch geplatzt, ja, worum es ging in dieser endlosen Jagd, ne, nach den Schnipseln, ja, so das Wing-Chun-System. Ja, Leung-Ting Style war raus halt so, ne? So, ja, für Kernspech war das jetzt scheiße, so von seinem A-Team waren zwei Leute weg. Ne? So, so dass dann jetzt der dritte Mann, der erste Mann im Start war, ja, so Victor Guterres, so, auf dem wurde viel aufgebaut, viel Videos und viel Promotion und so, den hat man richtig gut in Szene gesetzt, muss man sagen. Ne? So, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das Kernspecht den Victor jetzt natürlich auch ein bisschen possiert hat und hat den ein bisschen bei Laune gehalten, ne? Und hat dem Brötchen gegeben, was mit Kämpfen abgeht und so. Ne? Dann kamen ja auch diese Grinko-Kämpfe. Ich weiß jetzt nicht, was Victor damit so zu tun hatte, so, ne? Aber die EWTO hat ja dann dieses Kämpferische ja bis dahin probiert. So, ne? Danach sah alles ziemlich schlecht aus. So, ne? Ich denke, das war Victor Guterres auch bewusst und klar, so, ja, pf, das hat sich jetzt im Kämpfen hier so erledigt, ne, dass er schon gar nicht mehr dran geglaubt hat,
dass er sich mit Kernspiel hinsetzen kann und sagen kann, okay, alles klar, wir brauchen eine Fighter Division hier und so, bla bla. Ich hatte das Gefühl, dass so eine Sparte innerhalb der WTO nötig wäre, aber habe nie das Gefühl gehabt, dass das wirklich auch zustande kommen würde. Dass er davon ausgegangen ist, dass das Kernspiel sowieso Nein sagen würde. Ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich das nie so konkret vorgetragen habe und es SIFO nie so konkret mitgeteilt habe. Und deswegen wahrscheinlich auch Missverständnisse aufgetreten sind, die mir jetzt klar sind. Ja, so, dass er dann seine eigenen Kontakte gesucht hat, ne, da war das Kämpferherz stärker. Mir war das Ziel in dem Moment wichtiger und ich habe nur das Ziel vor Augen gehabt. Ja, ne, und Victor Gutierrez hat dann seinen eigenen Weg gesucht. So. Dadurch habe ich angefangen, Pläne hinter ihrem Rücken zu schmieden. Ne, wir haben natürlich eine gut funktionierende Stasi und hat das natürlich spitze gekriegt hier. Es wirklich auch persönlich verwirklichen wollte, ohne die WTO. Ich zu einem klärenden Gespräch von SIFO eingeladen wurde. So, dann gab es eine große Aussprache so, ne? Und dann musste sich hier Victor bei Daddy Kernspech hier entschuldigen, ne? Was mir auch leid tut und ich immer dabei auch ein schlechtes Gefühl hatte. Und einen Termin in Langenzell-Kassel hier, weißt du, um sich nochmal nach dem Benimmregeln, und Hierarchie geregelt, ja, so den Arsch voll abzuholen. Ne? Damit dann nochmal klar ist, so, wer hier wen leben lässt und wer hier der Großmeister ist hier, ne? So, dann war der Victor raus, ne? Dann war der befreit so, und hatte eine Mission. Ich hatte mein Ziel in letzter Zeit. Das war, dass Wing Chun voll kontaktfähig wird. Dass Wing Chun sein Image wieder gewinnt als Kämpferstil. So, und dann hat er Wing Revolution aufgezogen. Er hat auch direkt ein paar coole Promo-Moves gebracht, wie zum Beispiel das Tournament, ja, von José Luis Blanco, ja, wo er da 3 Siege weggeholt hat. Ne. Ist sehr schade, alles so sehr bodenorientiert verlaufen. Ich hätte es lieber so im Stand-Up-Striking gesehen. So, aber Siege sind Siege, ne, und das Image war gemacht. So, für Victor war alles super, ne? Also der war nicht nur vom politischen, sondern auch von strukturellen Zwängen befreit. Denn der hat ganz schnell in den Kontakt mit den ganzen Kampfsportler gemerkt, so nach Prinzip 1 und 4, ja, ist der Weg Freistoß vor, zieht sich Gegner zurück, Folge so, das reicht nicht für trainierte Gegner. Okay. So hat er, wie viele andere auch, ja, sich der einfachsten Lösung bedient, ne, indem er maskuline Einflüsse zugelassen hat. Aus dem Kickboxen, Thaiboxen, Boxen, ne, mit den Leuten, mit denen er dann zu tun hatte, mit den Kampfsportlern und so. Ne, hat Techniken genommen, die sich da etabliert und durchgesetzt haben, hat ihn sein Setup übernommen, ne, und damit seine Wing Chun-Struktur zum Zerfall animiert. Die Körperverletzung gegen das Wing Chun durch Manipulation des Erbguts, das heißt die feminine Struktur des Wing Chun, wird hier durch eine maskuline Struktur zum Zerfall animiert. So, dass er dann nach und nach sich vom Wing Chun entfernt hat und sich der maskulinen Struktur des Boxen, Kickboxen, Thaiboxen angepasst hat. Wie zum Beispiel mit dem Faustschuss. Kettenfaustschuss aus dem Wing Chun. Naja, aus Trainingssicht habe ich da eine andere Perspektive. Ne? Man sollte eigentlich diese Faustschlüsse hier kontrolliert in eine Situation trainieren, wo langsam Druck und Widerstand sich erhöht, bis man ein realistisches Zeitfenster erreicht hat, was man dann in einer freien Kampfhandlung auch so bringen kann. Ne, anstatt das zu verändern. Weißt du, musst ja mal so sehen, so, ne? Also wenn du diese Fauststöße hier nicht in der freien Kampfhandlung bringen kannst, dann wirst du diese hier auch nicht bringen können, weil das Verändern der Geometrie, der Struktur, so, ne, das ist nicht der ausschlaggebende Punkt, ja? Das wäre ja so, als wenn du bei dem UFO, was Lichtgeschwindigkeit erreichen soll, ja, die Sitze austauscht. So, am Ende geht es nicht um Veränderungen oder technische Fragen, sondern um das Mindset. Ne? Und wenn man halt eben über 30 Jahre gewöhnt ist, mit unterwürfigen Schülern zu arbeiten, die kooperativ sich den Benimmregeln unterwerfen und ne, so das Ganze, was ich bis jetzt immer so leider kritisieren musste, ja, so sieht das ganz anders aus, wenn da einer kommt, so, der mal darauf scheißt, welche Graduierung der hat, wer das überhaupt ist und so, ne, und einfach so ein bisschen sein Ding macht. So, ne? Well,
So ist vielleicht nichts daraus geworden mit dem Wing Chun im Vollkontakt und so weiter, ne? Kämpferstil, ja. Kämpferstil. So, aber für Victor ist dennoch ein Traum in Erfüllung gegangen, ne? Weil der Daily Business hat mit Thai-Boxer, Kickboxer, mit Boxer, mit Grappler, mit MMA, ne? So, jetzt muss man auch mal die Schulstrukturen sehen, ne? Von Wing Revolution-Dinger. Ähnlich wie die Top-Kraft-Maga-Schulen. So, das heißt, du hast dieses Wing Revolution-Ding so als Einsteigerkurs, wo das alles auch noch ein bisschen nach Benimmregeln ist. So, sagen wir mal, wo der Victor sich so technisch austobt, wo du auch noch einen Touch von Wing Chun mitkriegst und so, ne? Und wenn du dann nochmal richtig Bock auf Kämpfen hast, dann gehst du in derselben Trainingsfacility dann einfach zum Thai-Boxen. Dann gibt es vielleicht noch eine Grappling-Klasse mit der Black Belt auf der Matte, ne? So, und dann kannst du auch MMA gehen und dann stellt sich ja gar nicht mehr die Frage nach identifizierbarer Struktur von Wing Revolution, sondern die Selektion ist ja dann automatisch durch Wing Revolution dann ins Thai-Boxen, so dass diese Strukturen dann später so ganz verschwinden, wenn jemand dann diesen Sprung macht sozusagen. Ne? So, aber Victor, wie gesagt, so hat ein gutes Netzwerk aufgebaut. Viele, viele, viele Wing Revolution Schulen sind Teil der deutschen MMA-Szene, mischen auch mit. So, selbst mein Kampf war in einer Wing Revolution Schule. Aber Krieg der Sterne. Auch das der Krieg der Sterne wird. Im wahrsten Sinne des Wortes hier. Also das war definitiv ein Krieg der Sterne. Oh! Ja, und ich hatte das Vergnügen, dass Victor Gutierrez in der ersten Reihe saß und hat mit zugeguckt. Ne? Und da war das halt ganz genauso geregelt. Ne? Die haben Thai-Boxen-Klassen normalerweise dann, ne? Wo die Veranstaltung war. So, dann haben die da Grappling-Klassen, die haben MMA, die haben Eskrima. Ne? Das ist ja bei Victor ähnlich verlaufen wie mit Afci. Und ähnlich wie mit Emin, ne, so durch diese Geheimniskrämerei hatte mit dem Doppelmesser und so, Langstock und so, und nicht viel was zu tun gehabt, ne, und hat halt diese Lücken mit dem Eskrima ausgestopft, sagen wir mal. And I think that's crazy. And I refuse to play that game. It's not who I am. So, ja, Victor Gutierrez, viele Grüße. Wir werden uns bestimmt mal auf irgendeiner MMA-Veranstaltung über den Weg laufen. Du wirst uns immer an den Wing Chun Rush Guards erkennen, ja, oder?